Herzlich willkommen hier zurück auf Haterbücher und heute wieder mit einem Kritikvideo. Und zwar zu Alex Rider, Band 4, Alex Rider, Eagle Strike. Und es ist auch ein bisschen ein Review, das heißt, ich erzähle, worum es geht und dabei lasse ich meine Kritik auch mit einfließen. Deswegen, es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr langes Video. Ich habe eine Menge zu sagen. Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Alex Rider Band 4 schließt sozusagen endlich an Alex Rider Band 1 an. Das heißt, es wird weiterhin endlich mal wieder die Story mit Jason Gregorovich ausgebaut, der ja seit dem ersten Band nicht mehr vorkam. Das bringt mich zu den ersten zwei Punkten, die ich ansprechen will, und zwar viele Charaktere bekommen hier endlich mal ein bisschen mehr zu tun und bekommen wirklich auch gewisse Arcs. Darunter erstmal beste Charaktere in diesem Buch, finde ich, definitiv Jason Gregorovich, aber auch Jack Starboard. Das ist für mich so schon mal zwei positive Punkte, die man in diesem Buch auf jeden Fall anmerken lassen muss. Warum ich diese Charaktere so gut finde, das erfahrt ihr auf jeden Fall jetzt. Eigentlich will Alex Rider nur Ferien machen. Aber natürlich kommt wieder etwas dazwischen. Als er mit Sabina, die mit ihrer ganzen Familie und Alex zusammen ein Haus gemietet hat, als er mit Sabina am Strand liegt, sieht er auf einer Yacht einen alten Feind, und zwar Jason Gregorovich. Hier wird auch wieder, endlich wieder Jason Gregorovich aufgegriffen. Dann beobachtet er, wie Jason Gregorovich und ein paar seiner Leute in die Stadt gehen, wo er und Sabina Urlaub machen, und Alex Rider folgt ihnen. Und Alex Rider belauscht dann ein Gespräch von Jason Gregorovich, in dem er so ein bisschen heraushören kann, dass Jason Gregorovich wieder einen Anschlag plant. Hier Alex Rider, dass er sozusagen wirklich die Gene, sage ich mal, drin hat, ein Spion zu sein, auch wenn er das gar nicht will, finde ich gut, wie er da einfach nachspioniert, und es ist halt eine klassische Spionage-Geschichte, die ersten 20 Seiten. Aber was dann kommt, ist wirklich auch endlich mal wieder ein Arc für Alex Rider, der dann nämlich sagt, nein, ich unternehme da jetzt nichts dagegen, ich rufe nicht die Polizei, ich mische mich da einfach nicht mehr ein. Er sagt, ich habe schon so viel Schmerz erfahren durch diese Geheimagenten-Spionage Jason Gregorovich-Nummer, ich will da nicht mehr mit hineingezogen werden. Dann erfährt Alex aber, dass ein tödlicher Anschlag auf Ed Plescher, das heißt auf den Vater von Sabina, verübt worden ist, und er weiß sofort, es war Jason Gregorovich. Und hier weiß er auch, es ist seine Schuld gewesen. Er weiß, er hat nichts getan, als er Jason Gregorovich beobachtet hat, und er weiß, es ist seine Schuld. Daraufhin macht er sich dann doch wieder los, um Jason Gregorovich auf seiner Yacht zu stellen. Dann, auf der Yacht angekommen, findet Alex Rider ein Telefon. Und er prägt sich die Nummer ein, die Jason Gregorovich zuletzt angerufen hatte. Alex Rider ist von Wut gepackt. Daraufhin nimmt er sich die Pistole, die neben dem Telefon liegt, und geht in Jasons Kabine, will ihn erschießen, aber Jason hält ihn hin, bis die Männer von Jason Gregorovich Alex Rider K.O. schlagen. Und dann merkt man schon ein bisschen was von Jason Gregorovichs wirkliche Zuneigung zu Alex, sage ich mal. Was das bedeutet, sage ich später noch. Und zwar, die Gehilfen von Jason Gregorovich wollen Alex Rider sofort töten. Jason Gregorovich sagt aber, er ist nicht wichtig für uns. Er arbeitet für niemanden und deswegen lassen wir ihn gehen. Da habe ich mir gedacht, merkwürdig, aber okay. Das hat er auch schon im Band 1 gemacht, da hat er Alex Rider auch gehen lassen, weil der Auftrag nicht von ganz oben kam. Aber alle anderen Leute tötet Jason Gregorovich. Eiskalt. Also was ist da los mit ihm und Alex? Hier deutet sich schon ein bisschen an, der große Twist am Ende. Dazu komme ich am Ende. Dann folgt eine Szene, die ich nicht so wirklich mag, und zwar die Gehilfen von Jason Gregorovich schicken Alex Rider in eine Stierkampfarena,
und dort muss er dann gegen einen Stier kämpfen. Einerseits ist das nette Action, andererseits ist das ein bisschen zu abgedreht. Genau, so ein paar Szenen, also so ein paar Momente in diesem Buch sind einfach für mich viel zu abgedreht und viel zu unrealistisch dargestellt einfach. Alex Weider ist natürlich immer abgedreht und cheesy, aber die Szene im Stierkampf war wirklich, habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Durch die Nummer, die er sich eingeprägt hat auf Jason Gregorovics Handy, kommt er auf Damien Quaye. Denn die Nummer war von Damien Quaye, einem Multimilliardär, der sich hauptsächlich durch Musik hochgearbeitet hat und auch sehr aktiv ist. Der macht hauptsächlich Wohltätigkeitsveranstaltungen, hat schon Millionen, Abermillionen Euro gespendet, aber Jason Gregorovic hat ihn angerufen. Das heißt, der Auftrag muss von Damien Quaye kommen. Alex Weider hat also den Verdacht auf Damien Quaye, aber er selbst will ja nicht mehr spionieren, er selbst will ja damit gar nichts mehr zu tun haben. Genau deswegen sucht er den MI6 auf, zusammen mit Sabina. Denn Alex ist fest entschlossen, dass Sabina ihm glauben wird. Your dad was writing a book about Damien Gray. Und er will Sabina natürlich auch beschützen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Der MI6 ist umgezogen. Das heißt, Alex Weider und Sabina stehen wirklich vor einer Bank. Und Alex Weider sagt Sabina zwar, dass er für den MI6 gearbeitet hat, dass wahrscheinlich ein tödlicher Anschlag, wirklich ein Terroranschlag war auf Sabinas Vater und kein Gasleck. Aber Sabina glaubt ihm natürlich nicht, weil er hat keine Beweise und es klingt vollkommen verrückt. Deswegen verlässt Sabina Alex und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das ist auch nochmal ein heftiger Schlag für Alex. Nur damit dann wenige Minuten später Mrs. Jones auftaucht. Und dann Alex in das Hauptquartier, das neue Hauptquartier vom MI6 zu bringen. Dort erzählt Alex Weider dann Alan Blunt seinen Verdacht, dass es Damien Quaye sein könnte, der hinter dem Anschlag steckt. Aber Blunt und Jones und das ganze MI6 sagen, wir haben damit nichts zu tun. Wenn es auch nur herauskäme, dass der MI6 ansatzweise gegen Damien Quaye ermittelt, würde die ganze Abteilung dicht gemacht werden. Das heißt, MI6 traut sich nichts gegen Damien Quaye zu ermitteln und will auch nicht gegen Damien Quaye ermitteln. Und sie sagen auch Alex ausdrücklich, dass er sich da raushalten soll. Aber das macht er natürlich nicht. Alles, was mit Alex zu tun hat, wie er alleine ermittelt, finde ich in diesem Buch wirklich gut geschrieben. Das ist einfach schöne Spionage, schöner Spionage, Kram da. Ich habe übrigens meinen Zettel, deswegen, wenn ich ab und zu nach unten gucke. Dann wieder eine etwas langweilige Szene, die ich nicht, Moment, den ich nicht gebraucht habe. Und zwar Alex und Jack. Ja, Jack, deswegen ist er auch eine meiner Lieblingsfiguren in diesem Buch. Jack bekommt endlich ein bisschen was zu tun. Zwar bekommt sie keinen wirklichen Arc, aber sie hat was zu tun, anders als im Band 3 und 2, wo sie kein einziges Wort gesagt hat. Hier hat sie wirklich was zu tun. Sie hilft Alex, in eine Veranstaltung von Damien Quaye einzubrechen. Damien Quaye ist in London und veranstaltet da die Premiere von Feathered Serpent, einem Spiel, was er entwickelt hat, was Milliarden einbringen soll. Und diese Veranstaltung, diese Premiere, infiltriert Alex Weider mit Hilfe von Jack. Jack bekommt zwar keinen richtigen Arc, aber man lernt ihren Charakter ein bisschen erkennen. Sie ist sie wirklich eine Art Mutterfigur in diesem Buch für Alex Weider und hilft ihm, wo er auch kann, aber macht sich gleichzeitig auch Sorgen um ihn. Und das finde ich so stark geschrieben. Das finde ich wirklich gut, dass Jack endlich mal ein bisschen zu tun hat in diesem Buch. Dann muss Alex Weider Feathered Serpent spielen und auf der Veranstaltung spielt Alex Weider Feathered Serpent als erster Mensch aller Zeiten und er ist dabei zu gewinnen. Woraufhin Damien Quaye ihn einen Schubser verpasst, dass es niemand sieht und Alex Weider verliert. Weil Alex Weider Damien Quaye bloßgestellt hat, ist Quaye natürlich dementsprechend sauer.
da merkt Alex Rider schon ein bisschen was von Quays wahrer Natur. Aber Alex Rider sagt auch selber, das ist menschlich. Ich habe ihn gedemütigt. Das heißt noch lange nicht, dass er ein Mörder ist, der versucht hat, jemanden umzubringen. Denn Edward Pleasure liegt nur im Koma. Daraufhin will Alex Rider schon fast aufgeben, weil er halt wirklich gar nichts herausgefunden hat, außer dass Quay vielleicht ein bisschen überreagiert, wenn man ihn in der Premiere von seinem Spiel demütigt. Dann finde ich aber eine wirklich, wirklich gute Szene. Und zwar im Fernsehen läuft die Nachricht, dass der Abend von der Premiere von Feathered Serpent überschattet worden ist durch einen tödlichen Autounfall von einer Reporterin auf dem Heimweg. Daraufhin macht sich Alex Rider auf nach Paris. Ein bisschen Verwirrung, aber lasst mich erklären. Zwar genau diese Reporterin hat Damien Quay mit Fragen durchlöchert. Ist das Spiel nicht gefährlich für Kinder? Warum dürfen es Kinder überhaupt spielen? Sie sind doch eigentlich gegen Gewalt. Sie sind doch eigentlich gar nicht der, der sie vorschreiben zu sein. Diese unangenehme Fragen hat die Reporterin Quay gestellt und jetzt ist sie durch einen Autounfall gestorben. Daraufhin macht es bei Alex Rider wieder Klick und er hat eine neue Spur. Was will er also in Paris?